Okay, dann mal ran hier an die Bude. Lass mal vorsichtig hinlegen. 20 Kilo steht da dran. Also es ist schwer. Ich brauche mal mein Unboxing-Messer. Mach mal ein bisschen Platz hier, Dickerchen. Okay, wir sind offen. Oh, Mozi kommt schon. Okay. Was haben wir denn hier? Erstmal haben wir Folie. Und dann haben wir hier einen Karton drin. Oh, okay. Okay. Wo ist mein Messer? Da ist mein Messer. Hier steht drauf, man soll vorsichtig sein mit dem Cuttermesser. Das machen wir. Hier ist ein Zettel drin. Also hier steht Folgendes drauf, meine Damen und Herren. AMD Ryzen 9 7900X. Gigabyte X670 Gaming XAX. Be Quiet Dark Rock 4 Pro. D5 32 GB 5600 Beast RGB. Gigabyte 12 Gigabyte. Das ist sehr witzig. 4070 Ti. Samsung 1 TB SSD, Be Quiet Pure Base Gehäuse, Be Quiet Straight 1200 Watt Netzteil, EK Vader 140er Lüfter und Windows 11. Könnte das eventuell ein Computer sein, Chat? Ist das etwa ein Computer? Vor Inbetriebnahme lesen. Aus Sicherheitsgründen wurde Ihr PC auch im Gehäuseinneren mit Transportsicherung versehen. Diese muss vor Inbetriebnahme des PCs entfernt werden, ansonsten Beschädigungen durch erhöhte Wärmeentwicklung entstehen könnten. Hierzu bitte öffnen Sie. Okay, machen wir. Scheiße, das Ding kriege ich nie im Leben hier aus dem Gehäuse raus. Es ist immer dasselbe. Habe ich den jetzt verkehrt rum hingestellt? Jo, habe ich. Okay, warte. Das kann beiseite. Okay. So, dann werden wir die gute Stute mal auf den Tisch legen hier. Oder? Haben Sie mir Folie dran gelassen? Oh, geil. Sie lassen dem Kunden die Folie dran. So, ich nehme an, wir heben einfach nur an. Copy. Vorsichtig. Dann werden wir mal die Ladungssicherung hier rausnehmen, wa? Und dann werden wir das mal begutachten hier, das Stückchen. Ich habe mir noch nie einen Computer zusammenbauen lassen. Noch nie in meinem ganzen Leben. Das ist das erste Mal, dass ich mir einen Rechner zusammenbauen lassen habe von jemand anderem und nicht ich selber. Und wenn ich das hier so sehe, finde ich das durchaus schön, was hier gemacht wurde. Hinten klebt noch ein Aufkleber dran. Also das ist wirklich sehr schön gebaut. Muss ich ganz ehrlich zugeben, da hat jemand sehr, sehr schöne Arbeit geleistet. Aber wir gucken auch noch mal auf die Rückseite, nicht wahr? Leck mich am Arsch, da hat jemand sehr, sehr schöne Arbeit geleistet. Wow. Okay, hier von hinten. Magga, das ist sehr, sehr gute Arbeit. Da muss ich mal denjenigen Menschen, der in der Fertigung, ich glaube, es ist die Fertigung bei Alternate sitzt, doch, sehr, sehr schön. Sehr gute Arbeit. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich, also, was heißt erwartet? Das kann man so ja nicht sagen. Also natürlich erwartet man ein bisschen was, aber dass das so gut ist, sehr, 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 sehr schöne, wertige Arbeit. Da sind keine Festplatten drin und nein, ich habe auch keinen Brenner verbaut. Maga, schön, sehr schön. Das erfüllt mich mit Freude. Aber Alter, guck dir mal an, wie groß Grafikkarten geworden sind, ne? Also ich meine, ich habe ja eine 3090 eingebaut in dem anderen, aber das Ding hier ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. So, dann werden wir das hier wieder zumachen. Die Folie lassen wir noch drauf. So, aber dann könnt ihr das auch nochmal von hinten sehen und dann sage ich euch gleich, was hier drin ist. Das ist wirklich sehr schick geworden. Das ist wirklich sehr, sehr schick geworden. Also, es ist sehr, sehr schön gebaut. Ganz, ganz toll. Das ist das erste Mal, dass ich mir einen Rechner zusammenbauen lassen habe. Also, was hier jetzt drin ist, ich lese das nochmal vor. Also, hier ist jetzt ein 7900X drin in dem Rechner. Das Board ist ein X670 von Gigabyte. Ein Be Quiet Dark Rock 4 ist der Kühler. Dann haben wir 32 GB 5600er RAMSCII drin. Eine 4070 Ti von Gigabyte. Eine 1 TB SSD von Samsung. Dann haben wir von Be Quiet das Pure Base 500. Also das ist das Gehäuse. Dann haben wir noch ein 1200er Das Platin prima. Ich hoffe, es geht zertifiziertes Ihnen gut.
von Be Quiet drinne und dann haben wir noch Lüfter drinne von EK, das sind die Vader und Windows 11 ist hier drauf. Das ist mein neuer Gaming-PC. So, das war Karton 1. Was haben wir denn in Karton 2? Was ist das hier eigentlich? Ist das für oben? Das ist, glaube ich, das muss ich noch rausfinden, wofür das ist. Aber es sieht fast so aus, als wenn es für oben ist. So, was haben wir denn hier drinne jetzt? In dem Ding. Oh, Alter, das ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer noch. Das sind 31,5 Kilo. So, gucken wir mal in das Ding rein. Ich bin gespannt. Notiz an mich selber, ich brauche ein neues Unboxing-Messer. Meins ist wirklich scheiße. Und ich habe wirklich Angst, mir in die Beine zu schneiden. Und das soll schon was heißen, wenn ich das sage. Okay, der Cartoon ist offen. Was haben wir denn hier drin? Also ich nehme mal an, es wird auch ein Computer sein. Holy shit, das ist sehr groß. What the fuck? Okay, das ist wirklich sehr groß, das Paket. Alter Verwalter, das ist riesengroß. Wie kriege ich denn das jetzt hier raus? So wie es aussieht. Alter Verwalter, ist das schwer. Scheiß die Tür zu. Okay, hier ist auch wieder eine Notiz dran. Wir sollen vorsichtig machen. Das machen wir natürlich. Okay, es steht Shakun drauf. Shakuni-Schmuni. Okay, das kriege ich auch so nicht rausgehoben, glaube ich. Oder? Beim besten Willen nicht. Nope. Das kannst du vergessen. Wie machen wir denn das jetzt? Am besten wäre ja eigentlich auf den Kopf legen. Und dann anheben, oder? Aber vorsichtig bitte. Die Operation ist geglückt. Okay, hier ist auch die Notiz dran. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch ein Computer sein. Oh, das finde ich schön. Shakun hat solche wunderschönen Beutel. Sowas feiere ich ja mittlerweile. Solche Stoffbeutel. Fuck my life, der ist ungefähr dreimal so schwer wie der andere. Puh. Es ist halt einfach falsch rum auf dem Tisch. Es ist halt einfach falsch rum. Ja, Chad. Am Arsch dran. So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie wir das aufkriegen. Die Studierten. Wie geht das auf? Steht das auf dem Zettel drauf? Ist das jetzt hier eingehakt? Ja, so funktioniert das. Okay, alles cool. So, das packen wir ein bisschen beiseite, damit hier nicht kaputt geht. Und dann machen wir das hier auf, stellen das daneben. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sich das hier gebaut ist. So, hier aber ganz vorsichtig. Hier ist nämlich Wasser drin. Maga, da muss ich aber ganz schnell los, sage ich dir. Hier geht richtig die Party ab in dem Ding. Hoho, hier geht richtig die Party ab. Das ist von der, also auf einer Skala von 1 bis wild ist das hier richtig wild, Chat. Das erfüllt mich gerade, also nur reinzugucken erfüllt mich mit Freude. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so ein Oschi. Und wenn ich Oschi meine, meine ich wirklich Oschi. Seid ihr bereit, Chat? Wollt ihr reingucken? So, möchtet ihr wissen, was hier drin ist, Chat? Ich lese vor. Haltet euch schon mal fest. Also hier ist eine Samsung 1TB SSD drin, also NVMe. Hier ist ein Be Quiet Straight Power 11 Platinum 1200 Netzteil drin. Eine Sapphire Radeon RX 7600. Das hier ist ein Shakun Elite CA300H White Big Gehäuse. Jetzt kommen wir zum Kernstück dieser ganzen Veranstaltung. Hier ist drinne ein AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX. Lass das kurz mal sacken, Freunde der Sonne. Dann haben wir hier drinne ein Asus Pro WS WRX 80E Sage SE Wi-Fi Mainboard. Dann haben wir ein AlphaCool Icebear Pro Aurora 360 CPU Lüfter. Und dann haben wir von Kingston nochmal Fury DIMM 64 GB DDR4 3200er Quad Kit. Maga, das hier, also falls ihr schon mal die PCI-Slots sehen könnt hier unten, ihr wisst Bescheid, oder? Also langjährige Zuschauer wissen Bescheid, was hier abgehen wird. Die Kiste, die wird jetzt von oben bis unten gerammelt voll mit Stuff. Ach so, hier ist auch Windows 11 drauf. Muss man auch sagen,
ist auch vorinstalliert. Und ich möchte auch hier mal an den Mitarbeiter von Alternate einen sehr schönen Gruß rauspacken und rausschicken. Ich weiß zwar nicht, welcher das war, aber ich küsse dich, weil das sieht wirklich sehr schön aus. Das ist das erste, auch das zweite Mal, dass ich mir in meinem Leben, weil der andere auch, einen Rechner zusammenbauen lassen habe und ich wirklich gestehen muss, dass das wirklich sehr, sehr gute, vorzügliche Arbeit ist. Und so sieht das Ding von hinten aus. Das ist wirklich unglaublich schön gebaut und ich möchte ein Lob aussprechen an den Mitarbeiter von Alternate, der das gemacht hat. Und ich habe das jetzt offiziell das erste Mal für euch probiert. Also ich meine, ich bin schon ein paar Jahre mit Alternate gemeinsam am Arbeiten. Das weiß der ein oder andere ja. Und ich habe mir das erste Mal zwei Rechner bauen lassen. Ich muss dazu sagen, und das möchte ich gleich mit erwähnen, das hier ist alles gesponsert. Ich habe von diesen beiden PCs nichts bezahlt. Also so wie die Konfiguration hier gekommen ist, ist das komplett von oben bis unten alles gesponiert. Ich habe keinen Cent bezahlt. An der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei Be Quiet, Alpha Cool, AMD, Samsung, Gigabyte und Kingston, dass sie diesen Wahnsinn hier, was wirklich Wahnsinn ist, unterstützt haben. Und jetzt mache ich erstmal zu. Und auch ein ganz großes Dankeschön an der Stelle an Alternate, die wirklich monatelang sich damit rumgeplagt haben, sich meinen Scheiß anzuhören, dass ich diese PCs haben kann. Weil ich doch, glaube ich, ein sehr nerviger Kunde bin, manchmal. So, wir bauen den jetzt wieder zusammen. Das wird übrigens der neue Streaming-PC, meine Damen und Herren. Das werden wir hier komplett umbauen, Chat. Also die Grafikkarte, die kommt nochmal da raus. Die wird vertikal eingebaut. Also die kommt, die wird hingestellt. Und dann wird das Ding von oben bis unten, werden die PCI-Slots komplett vollgerammelt mit Steckkarten. Das Ding hier, ne? Also dieser Computer, den ihr gerade auf dem Tisch seht. Also mein jetziger Streaming-PC ist aktuell 5 Jahre alt und ist der erste Threadripper, also die erste Generation Threadripper. Und dieser Computer gibt mir so viele Möglichkeiten, noch mehr für den Stream zu machen und noch mehr Technik zu besitzen. Und das macht mich sehr happy. Sehr, sehr happy macht mich das. Oh, kannst du nochmal langsam die Folie abziehen? Nee, die Folie kann ich nicht abziehen. Nee, die Folie ziehe ich nicht ab, weil ich stelle den jetzt erstmal hinten in den Hintergrund, also beide Computer, weil ich die erstmal fertig machen möchte. Und bevor ich die nicht fertig gemacht habe, möchte ich hier keine Folie abziehen. PCI-Slots sind hier 8 Stück drin. Also in dem großen. Oh mein Gott, das wird richtig wild, der Büroumbau, das sage ich euch jetzt schon. Wie das neue Streaming-PC einfach gefühlt 20 PCI-Slots hat und 300 HDMI-Eingänge haben wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Gehäuse von Shakun, den möchte ich übrigens auch danken, das darf ich nicht vergessen, Entschuldigung. Das Gehäuse von Shakun sieht auf den Bildern nicht so hübsch aus wie in echt. Mara, das wird richtig wild. Das wird richtig wild.